Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu euch. Ja, zurück zu euch, besser gesagt, zur imperialen Community Garde. Ihr in meiner menschlichen Mannschaft. Wir haben momentan einen Punktwert von 1200 und ich habe Dark Snipe jetzt genauso wie ich es Cedric gegeben habe. Sprintsicher, weil das meiner Meinung nach die beste Variante ist, weil Dark Snipe, ja, sich nicht gemeldet hat und mir damit offensichtlich freie Hand gelassen hat, wie ich mit diesem Spieler verfahren soll. So, wir werden jetzt einen Gegner suchen und hoffen, dass es ein faires Match wird. Und damit haben wir einen Waldelfen. Immerhin schon mal kein Prügler. Die Old Trees. Und er hat richtig, richtig viele Punkte zur Verfügung. Der hat, glaube ich, im letzten Spiel ordentlich geblutet. Mal schauen, wie das jetzt laufen wird. Er benimmt auf jeden Fall ein weiteres Teamtraining zweimal. Das gibt ihm mehr Rerolls. Kann ein Waldelf definitiv brauchen. Es kann aber auch gut sein, dass er gar nicht geblutet hat, sondern einfach nur weniger Spieler von vornherein gekauft hat. Das ist natürlich auch möglich. Und dann lieber mit, wie heißt's, mit den Reisenden spielt. Aber wir werden es erleben. Und damit herzlich willkommen in Swag. So heißt das Old Trees Stadium von Noctuzama, wie der Spieler heißt. Ich schreibe ihm auf jeden Fall schon mal ein Hi und ein Good Luck and Have Fun. Ah, es lebt, es kann schreiben. Das ist wunderbar, das ist sehr, sehr gut. Kommt inzwischen ja leider immer seltener vor. Jo, da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, Noctuzama. Und da ist die imperiale Community Garde. Ich hoffe, dass wir hier jetzt mal ein bisschen punkten können, in Anführungszeichen. Wir können hier auf jeden Fall versuchen, ein bisschen auf Prügeln zu gehen. Ist zumindest jetzt momentan auch so ein bisschen so mein Gedanke. Könnte sich gegen die lohnen. Und ich möchte definitiv den Ball erstmal bekommen. Den möchte ich erstmal definitiv bekommen. Er soll jetzt erstmal aufstellen. Wir können mal gucken, ob da irgendjemand dabei ist, der schon mal was kann. Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Nee, ist ein komplett jungfräuliches Team, habe ich so den Eindruck. Ich habe auch den Eindruck, der Spart-Event... Nee, wo hat denn der das Geld hingesteckt? Wenn der so viele wenig Punkte hat. Der hat nicht mal irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, dass der einen Punkt von 880 hat. Und trotzdem... Verstehe ich gerade... Nee, oder waren es nur... Also er hat auf jeden Fall deutlich weniger Punkte. Ich verstehe es gerade eben nicht so hundertprozentig. So, damit haben wir hier unterstützen und blocken, 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 blocken. Gehen wir mal so hin. Kann ich Ball vorhin hier unterstützen? Das reicht völlig aus. Wir haben hier noch Sterawulf. Okay, Sterawulf, dann ist es egal. Das machen wir so. Würde ich mal sagen. Genau, so finde ich das gut. Und da hinten steht wie immer... ne, Terraman jetzt ausnahmsweise mal. Und hier ist jetzt O'Hare. Okay, dann... Let's have a look. Ob das Ganze jetzt hier was wird. Also ich werde jetzt hier nicht versuchen, schnell zu punkten. Ich glaube, das bringt sowieso nichts gegen den Waldelf. Der wird höchstwahrscheinlich... Wir müssen sowieso selber erstmal dann sozusagen um den Ball kämpfen, ne? Das Aufheben, die Grashalme, die neigen dazu, so unglaublich stark den Ball festzuhalten. Und dann, ja, ist dann auch der Tau da und dann wird der Ball glitschig und man hat man überhaupt keine Chance als Werfer, den Ball irgendwie aufzuheben. Wo geht denn der jetzt hin? Die Old Trees bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf, das ist gemein. Die haben nämlich schon so viele. Oh je, jetzt gehen wir erstmal mit Terraman erstmal ein Stückchen weiter vor. Und ich würde mal behaupten, wir sichern den Ball jetzt erstmal ab. Das wäre momentan jetzt hier so mein Bedürfnis. Ich glaube, wir machen das so. Ne, so machen wir das. Genau, erstmal absichern. Ich gehe jetzt hier erstmal komplett auf Nummer sicher. Ich wollte zwar erstmal blitzen, aber nee, wir sichern den Ball jetzt erstmal ab. So. Und dann können wir hier mit Hanno angreifen. Jo. Bumm.
Ja, kein Rüstungsdurchschlag, aber damit kann ich arbeiten. So, Hanno geht dahin. So, der Ball liegt jetzt erstmal hier einigermaßen gut. Das heißt, wir gehen schon mal jetzt mit einem Spieler, mit Cedric, nach hinten. Einfach nur, damit der sich nicht sicher sein kann, was er tun soll. Der liebe Elf. Das machen wir aber nur mit ihm. Oder nee. Nee, das machen wir wirklich nur mit ihm. Und dann gehen wir hier noch mit Dark Snipe hier hin. So, dass hier einigermaßen... Ah, wobei dahin. So, das ist besser. Den Ball machen wir ganz zum Schluss. Jonas Eschbacher. Ja, wir gehen mal mit Jonas Eschbacher rein. Ach, schade. Da bleiben wir. Dann schauen wir mal. Passiert leider auch nichts. Wir folgen trotzdem. Und jetzt versuchen wir es halt einfach noch. Nee, mit einem Würfel mache ich das jetzt nicht. Ich versuche den Ball aufzuheben. Okay, das hat geklappt. Dann können wir doch mal einmal hier noch mit einem Würfel blocken. Jawohl. Und wir haben eine Rüstung durchschlagen. Yes. Das fängt schon mal, was das angeht, nicht schlecht an. Ja, wir haben sie sogar ordentlich durchschlagen, wie ich gerade eben sehe, mit einer Doppel-6. Ja, er richtet jetzt auf jeden Fall schon mal Spieler so hin, dass er den Cedric hier abfangen muss. Er blitzt ihn sogar schon. Okay. Wenn Sie meinen, Sir. Gut, Cedric liegt jetzt. Autsch. Aber Rüstung bei weitem nicht durchschlagen. Er wird jetzt wahrscheinlich einfach ausweichen. Was? Ernsthaft? Das wäre ja mal die nächste Stufe der Eskalation hier. Und das so früh im Spiel. Ah, okay, er geht jetzt ran. Er scheint nachzudenken, was er tut. Er möchte anscheinend jetzt Cedric da irgendwie einsperren. Ne, er fault ihn tatsächlich. Das ist ja mal... Also, der will ihn wirklich faulen. Das ist ja mal die Höhe. Das ist ja mal die Höhe. Ich bin empört. Ladies and Gentlemen, ich bin empört. Ja, mein Freund, du brauchst da deutlich mehr Spieler. Jetzt hast du gerade mal dieselbe Stärke. Er haut ihn tatsächlich um mit einem Würfel. What the fuck? Autsch. Und Malka flickt. Das ist ja mal echt der Hammer. Ja, Wolligans. Da legt er sich hin, der Waldelf. Erster Reroll schon mal beim Teufel. Oh, der bleibt liegen. Oder hat er doch nicht gefoult? Tja, das könnten wir jetzt tatsächlich zu unserem Vorteil nutzen. Sollten wir meiner Meinung nach auch definitiv tun. Ich gehe jetzt mal ein Stück in die Richtung. So, wen haben wir denn hier noch? Ja, genau, du gehst da hin. Brauchen auf jeden Fall einen Spieler mit Blocken da. Ja, das ist perfekt. So. Sehr gut. Und dahin. Einen nach dem anderen bitte nachziehen. So, jetzt ist die Frage, Moment. Kommst du da noch hin? Ah, dann gehen wir mit Teramen hier hin. So, dann können wir nämlich jetzt hier unsere Unterstützung aufbauen. Die wir so dringend brauchen. So, jetzt stellen wir Malkaf auf. Wunderbar, der steht wieder. Ja, Hanno, tu ihm doch mal weh. Jawohl. Naja, passiert leider nichts. Wie
könnten eigentlich noch was blitzen. Warum eigentlich nicht? Da könnten wir blitzen. Jo, machen wir. Ach, Manno. Ja, ich werde jetzt aber keinen Punkt einsetzen. Okay, wir bleiben. Dann gehen wir hier noch hin zum Unterstützen. Er steht jetzt hier direkt vor... ich möchte, dass du so läufst. Aus Gründen, die ich einfach meinem persönlichen Wohlempfinden geschuldet sind. Ach, kann wieder nur schieben. Okay. Wir folgen trotzdem. So, und jetzt stellen wir mal hier den Cedric auf. Ich versuche mal mein Glück. Lol, das hat geklappt. Völlig wider Erwarten. Elfenmove. Elfenartig ist der Cedric. Ich mache jetzt hier keinen riskanten Schritt. Wozu denn auch? Ah, jetzt kommt er mir dann doch irgendwie entgegen. Er wird plötzlich sehr entgegenkommend. Er wird jetzt hier direkt wahrscheinlich auf den Ballträger gehen. Ah, nee, doch nicht. Er muss erstmal hier reinblitzen auf Balforin. Legt das jetzt tatsächlich aufs Prügeln an? Das wäre mal interessant. Wäre nicht der erste Waldelf, bei dem ich das sehe. Trotzdem immer wieder schräg, wenn man das sieht, dass Waldelfen so etwas tun. Okidoki. Ja, wenn jetzt alle aufsteht, habe ich natürlich eine gewisse Herausforderung. Das ist Sterawolf, das ist gut. Der kann auch ohne nach hinten zuschlagen. Die Unterstützung, die er braucht, hat er momentan nicht. Okay. Ah, und jetzt blitzt er den armen Cedric nochmal um. Oder er versucht es zumindest. Und er kann nur schieben. Er rerollt das. Okay. Hat wohl noch ein bisschen zu viele Rerolls. Boah, den Stinkefuß mitten ins Gesicht. Tu doch mal. Der will den ernsthaft faulen. Der will den ernsthaft faulen. Ich schreibe ihm mal. You know, you don't get SSP for a foul. Oh, super. Und schon haben wir eine Verletzung. Keine langfristige Auswirkung. Okay. Das Schlimme ist, es wird nicht mal gepfiffen. Ach du Kacke. Ich glaube, ich muss auch mal mehr faulen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eben... You don't get only through normal... Moment. Blocks. Ach, er ist ein Anfänger. Okay, dann habe ich es ihm jetzt mal gesagt. Ich schreibe es ihm jetzt mal. You only made me angry. Zwinker, zwinker. So. So viel dazu. Er hat jetzt definitiv gerade eben eine interessante Überzahlsituation. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, aber er hat sie. Hier kann ich jetzt definitiv... Ich verstehe gerade eben gar nicht, warum ich hier nichts machen kann. Okay, Moment. Also ich möchte jetzt hier definitiv... Kann ich hier was tun? Tatsache, da kann ich was tun. Okay, dann machen wir jetzt mal hier einen Blitz. Ich möchte den hier loswerden. Schabam! Na also! Fängt doch schon mal gut an. Hanno, du bist ein Killer! Der Spieler ist wirklich tot. Das ist der Oberhammer. Das ist krass. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal geblitzt. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen... Ach Gott, wie machen wir das jetzt hier? Da ist gerade eben keiner mit da. Das heißt, da kommt auch keiner mit durch. Das heißt, wenn wir jetzt mit ihm hier hingehen... Ich weiß, es ist gefährlich, dass wir jetzt hier am Rand stehen. Ich kenne das alles selber. Angriff.
Wir bleiben natürlich stehen. So. Dann kann ich den hier weghauen. Nee, ach Gott, der bekommt ja bloß ein Stärke. Ist auch doof. Nehmen wir mal das Risiko hier ein. Dummkopf. Herrlich. Nee, das mache ich nicht. Ist momentan jetzt echt ein bisschen schwierig. Egal, wo ich hingehe, ich bekomme nämlich keinen Bonuswürfel. Oh Gott, da müsste ich ja voll YOLO-Mode gehen. Versuchen wir es mal so. So, damit kommen wir immerhin dich frei. Ups. Um diesen einen entscheidenden Würfel zu bekommen, den ich so gerne haben möchte. So, sehr gut. Hat sich der hier gerade eben erstmal erledigt? Ja, wir hauen den hier weg. Ah, kann auch nur schieben. Ich riskiere da jetzt nichts. Bleiben. Ups. Und das ist Dark Snipe. Der geht jetzt erstmal dahin. So. Okay. Haben wir uns erstmal nicht bewegt, aber wir haben einen seiner Spieler getötet. War jetzt nicht meine Intention, aber es ist wieder ausgeglichen. Oh mein Gott. Ich schreibe, wenn er macht mich wütend, dann töte ich einen seiner Spieler. Er will anscheinend das Spiel unbedingt gewinnen. Ich glaube, er weiß noch nicht so ganz, dass es völlig egal ist, wie er das Spiel da letzten Endes in Anführungszeichen gewinnt. Tja, mein Freund, du hast hier die Situation, dass ich hier nochmal eine Stärke mehr habe. Ach, das schafft... Ach so, der muss ja gar nicht ausweichen, weil Malkaff blöd ist. Jetzt hat er einen Würfel. Scheiße. Und damit ist Balfourin erstmal am Boden. Aber das Gute ist, er kommt auch nicht so ohne weiteres jetzt da rein. Na doch, er kommt da rein. Er könnte es mit einem Würfel blitzen. Die Frage ist, was es ihm bringt. Er will jetzt anscheinend irgendwie Black Dragon da wahrscheinlich loswerden. Ah, und jetzt haut er natürlich Jonas um. Also er kann sich bis jetzt auch nicht beschweren, was seine Downwürfel angeht. Seine Downwürfel sind ziemlich gut. Bis jetzt zumindest. Das Spiel geht ja noch nicht lange. Ja, jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Ah, hier kann jetzt Hanno tatsächlich nur ein bisschen schieben. Das ist sehr angenehm. Geht er hinterher? Ne, er geht nicht hinterher. Er bleibt lieber neben Malkaff stehen. Aber ich find's gut, denn jetzt habe ich Hanno frei. Das finde ich sehr gut. Oh, jetzt blitzt er dann doch noch. Tatsache, er macht's. Oh, und O'Hare geht down. 50% fangen. Eieiei. Er hat tatsächlich den Ball. Es darf doch nicht wahr sein. Diese Elfen, wie ich sie hasse. Es ist eine Seuche. Es ist eine Seuche mit diesen Elfen. Er kommt dann natürlich raus. Was anderes habe ich nicht erwartet. Das Problem ist, eigentlich müssten wir jetzt mit Malkaff da reinblitzen, aber das können wir nicht. Ernsthaft schon wieder? Mein Freund? Was soll der Quatsch? Ist das eine neue Mode? Ich habe in letzter Zeit so viele Spieler erlebt, die unglaublich viel faulen. Das muss eine neue Mode sein. Komischerweise pfeift der Schiri halt nie, ne? Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Der Schiri pfeift's nie. Okay. Dann stellst du dich jetzt mal dahin, O'Hare. So. Balfourin stellen wir einfach wieder auf. Also bis jetzt haben wir so eine Schiebeorgie.
Könnte man mal so festhalten. So, wir folgen dahin. Ups. Was passiert? Mit dem kann... Was ist, wenn ich da angreife? Da habe ich einen Würfel. Da habe ich keinen sinnvollen Würfel. Okay, kann ich jetzt mit dir hier einfach mal angreifen? Ausgezeichnet. Dann knüppeln wir dich doch einfach mal dahin. Und natürlich ist es Malkaf, der wie immer keinen Schaden verursacht, der irgendwie nennenswert wäre. Eigentlich muss der da oben erstmal weg. Mach mal. Der nervt nämlich. Jawohl. Hanno bleibt da. So, Elf, geh mal zu Boden. Schlagen, bitte schlagen nicht mal die fucking Rüstung. Okay, jetzt gehe ich ein Risiko ein. So, musste sein. Ich könnte es da auch mal drauf treten. Ich glaube, das tue ich jetzt auch mal. Tut mir leid, Sterawulf, aber du musst jetzt mal drauf treten. Der Gegner hat es ja auch mal so gewollt. So. So, der ist jetzt erstmal gelähmt. Viel Spaß damit. Und eigentlich möchte ich jetzt, dass du da noch angreifst. Aber das Problem ist, wenn ich, den kann ich jetzt da hinten hinschieben eigentlich, glaube ich. Ja, aber dafür muss ich jetzt irgendwie erstmal dahin. Sonst muss ich ihn automatisch da hinschieben, glaube ich. Ja, wir gehen dahin zum Unterstützen. Ich versuche mal mein Glück. Wir haben keins. Es geht schon wieder los. Oh nein, ey. Wie wahrscheinlich ist das, ey? Es ist so unwahrscheinlich und es passiert so oft. Nicht nur bei mir. Es passiert bei unglaublich vielen Leuten. Als würde das Spiel sagen, so Junge, es reicht. Es reicht, hör auf. Ja, okay, hier passiert zum Glück nichts. Ah, er blitzt jetzt, so wie es aussieht. Warum auch immer. Das war ein sehr, sehr riskanter Blitz. Man merkt aber, dass er definitiv ein Anfänger ist. Jetzt rerollt er das und geht dabei selber down. Ja, das hast du gut gemacht, mein Junge. Das war absolute Profiarbeit. So, jetzt gehen wir mal mit Dark Snipe zum Support hier hin. Müssen wir nämlich jetzt hier mal jemanden herausoperieren. Wird schwer genug. Ich möchte den hier negieren. So. Sehr gut. Puh, ja, hauen wir ihn halt um. Bei Elfen, wenn man die Gelegenheit hat, glaube ich, am besten umhauen. So, jetzt können wir nämlich mit O'Hare da hingehen. Mit Heram, Entschuldigung. Da ist O'Hare, genau. Boah, ist das geil. Eigentlich müsste ich das fast machen. Ich probiere mal mein Glück hier an der Stelle. Versucht den hier mal umzuschmieden. Das ist doch nicht zu fassen. So. Und wir folgen da voll rein. Yeah. So. Das ist der Ball nämlich an einer Stelle, wo ich ihn eigentlich ganz, ganz gut finde.
Nämlich bei diesem Spieler hier. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit den freien Spielern? Okay, dich stelle ich jetzt erstmal auf, lieber Black Dragon. Hanno muss jetzt hier angreifen. Und kann leider nur schieben. Der weicht jetzt aus. So, wir schieben die jetzt einfach mal ein bisschen zusammen. Ups. So, kann ich jetzt hier noch... Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Erstmal die Unterstützung rausprügeln. So, hier... Bleiben wir. Sehr gut, er liegt auch. Und hat sogar die Rüstung durchschlagen bekommen. So, mein Freund. Wir haben noch einen Reroll. Das möchte ich jetzt gerne einsetzen. Jawohl. Und da gehen wir hinterher. Wo geht der Ball hin? Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Überraschenderweise. Okay. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Dann gehen wir mal hier hin zum Unterstützen. So, und dann möchte ich eigentlich mit dir hier gar nichts mehr zu tun haben. Das klappt auch wunderbar. Jetzt dürfen wir nur nicht hinfallen. Sehr gut. Wir haben den Ball. Und die Runde ist vorbei. Wir haben überall Leute von uns dran. Das ist fast noch wichtiger. Er stellt jetzt erstmal lustig auf. Ja, und stellt jetzt jede Menge Leute ran. Wobei er immer wieder vergisst, dass Black Dragon unterstützen hat. Ja, er kann nur schieben. Und er kann immer noch nur schieben. Ja, das war sein Reroll. Er hat seine ganzen Rerolls. Er hatte, glaube ich, 5 Stück, hat alle verbraten. Und wir stehen jetzt hier einigermaßen sicher mit Terramen. Ja, YOLO-Mode. Also, wenn er das schafft, dann Gratulation. Wenn er das schafft, dann hat er es auch verdient. Ich würde mich trotzdem voll ankotzen, wenn er es schafft. Ja, er will springen. Und fällt hin. Und ist gelähmt. Auweia. Auweia. Okay, so, was tun wir jetzt? Wir haben jetzt oben O'Hare. Wir haben jetzt hier Hanno. Ich möchte jetzt als allererstes hier erstmal Platz schaffen. Ja gut. Das ist auch eine Variante von Platz schaffen. So, wir folgen. So, wer bist du? Du bist Malofex. Du kannst hier auch wunderbar angreifen. Jawohl. So, wir folgen. Interessanterweise gibt es keine Chaos bis jetzt. Relativ wenig Rüstungsdurchschläge. Nee. Dark Snipe könnte noch keinen Punkt machen bis jetzt. Gehen wir mal mit Dark Snipe hier hin. Das erste. Und dann mit Black Dragon für böse Dinge zu tun. Das ist sehr schön. Da bleiben wir aber. Na also, endlich mal ein K.O. Wie ich es liebe, wenn die Elfen Sterne sehen. So, hier haben wir momentan eine leicht unterentwickelte Situation. Jetzt kommen wir mit Balforin hier. Das ist ein bisschen weit. Ich könnte aber auch einfach mit Balforin dahin gehen. Ja. Ich gehe mit Balforin dahin.
Kann ich jetzt hier noch was tun? Jawohl, O'Hare kann hier angreifen. Wir versuchen's. Sehr schön. So. Und da gehen wir hinterher. Irgendwie sind diese Kampftänzer deutlich zäher, als man meinen sollte. Das ist jetzt auch in Anführungszeichen nur gelähmt. So, jetzt können wir eigentlich... Ja, genau, jetzt gehen wir mit Malkaf dahin. Bewegen uns mit Teramen hierhin. Und sichern mit Jonas hier nochmal ab. Haben wir zwar den Typen da, aber was soll der machen gegen diese Überzahl? Und mit Sterawolf greifen wir auch nochmal an. Jawohl. Und den schieben wir direkt hier zu dem hier hin. Und wir folgen. Sehr gut. So gefällt mir das bis jetzt. So gefällt mir das bis jetzt. Wir haben bis jetzt alles im Griff. Ich würde mir bloß wünschen, dass wir den Elfen noch um ein, zwei Spieler vor der Halbzeit vielleicht ein bisschen ja, dezimieren könnten. Das könnte uns extrem helfen. Oh, der geht aber echt auf YOLO-Mode jetzt. Ja, ich wollte es gerade schon sagen. Also, das ist riskant, was er da tut. Definitiv riskant. Ich möchte jetzt hier einfach mal auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, wir lassen mal Teramen den Punkt machen. So. Sehr schön. Gehen wir dahin. Oder mit dem gehen wir dahin und mit dem gehen wir. Ja, genau. Das machen wir so. Dann darf Teramen in der letzten Runde von uns einen Punkt machen. So. Das machen wir so. Ja, oder. Nee, wir machen so. Und so. Eine kleine Arschloch-Aktion muss noch sein. Wups. Der hier wird so blockiert. Die hier werden jetzt zugestellt. Wer ist das? Perfekt, das ist Sterawolf. Das machen wir hier noch so. Balforin darf dahin gehen. Und Hanno geht noch hier hin. Und dann macht jetzt der gute Sterawolf nämlich jetzt hier noch was. Hallo! Autogramme geben! Jo! Und wir bleiben natürlich. Und der ist auch tot! Ach du Kacke! Oh Gott! Das ist ja heftig! Das Schlimme ist, dass er dann... Doch, er hat einen Punkt. Nee, er bekommt dadurch nicht mal einen Punkt. Das ist die Tragik an der ganzen Sache, dass wir dadurch nicht mal einen Punkt bekommen. Schade. Aber wir haben ihn auf jeden Fall nochmal um einen weiteren Spieler erleichtert. Was uns die nächste Runde definitiv leichter machen wird. Zwei tote Waldelfen in einem Spiel, in einer Halbzeit. So, er hat es auf jeden Fall schon mal abgegeben hier. Und wir machen den Punkt. So, Teramen hat seinen ersten Touchdown gemacht als Werfer. Oh, jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie er aussieht. So, ja, die Babes tanzen. Boah, das ist Friedhof. Ach du Kacke. Der bleibt liegen. Ist vielleicht auch besser so. Gut. Vielleicht war das einfach Nuffles Karma. Oder das, was Nuffle unter Karma versteht. Moment, wir machen das so. Wups. Der kann im Grunde ja eigentlich eh nichts machen. Aber ich möchte die Aufstellung schon mal haben. Wenn es dann nachher soweit ist. Ne, so, da will ich hin. Da will ich hin. Ja, wir haben jetzt nur noch einen Fänger. Fällt mir gerade eben so ein. Fällt mir gerade so spontan ein, dass wir nur noch einen haben. So, dann gehst du dahin. Und O'Hare geht einfach nochmal eins nach hinten.
Ja, und dann. Ansonsten machen wir das hier so. Das Zentrum einigermaßen dicht. Moment, ich sehe gerade eben, dass das hier ein Fehler ist. Das muss ja genauso weit hinten sein wie das andere. Jo. Oder nee, das ist blöd so. Ist egal, die kommen eh durch. Also nicht in dieser Runde, aber sie haben theoretisch die Möglichkeit, immer durchzukommen. Wir haben nämlich einen Spieler zu wenig. Oh, jetzt haben wir tatsächlich Blitz. Lol. Malofex, tu dem doch mal weh. Wieso haben wir nur einen Würfel? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das jetzt durchbrochen. So, und wir gehen hier höher zurück. So, der liegt jetzt erstmal. Viel Spaß damit. Wir hatten sogar noch einen Reroll, aber den brauchen wir nicht. Er wird wahrscheinlich jetzt... Er versucht nicht, um nicht mal den Ball aufzuheben. Warum denn nicht? No pass for one SSP in round 8? Fragezeichen? Das verstehe ich gerade eben nicht. You get SSP for touchdown pass play and hurting during block. But you could have played a pass. One player would have get one SSP for player progression. Das muss ich ihm gerade eben jetzt mal erklären, so wie es aussieht. Das scheint er alles noch gar nicht zu wissen. Ja, der arme Kerl, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde behaupten, Waldelfen sind kein gutes Team für Anfänger. Da sollte man sich erstmal mit so ein paar anderen Basics vertraut machen. Also gerade Waldelfen definitiv nicht. Okay, er sagt, seine Elfen schaffen es einfach nicht. Es sind alles einfach nur Scumbags. Also Drecksäcke. Die kriegen das nicht hin. I would try anyway. Also versuchen würde ich es auf jeden Fall. Wenn man es nicht mal versucht, Leute. Wenn man es nicht mal versucht, kann man eh nichts machen. So, Ball liegt ganz da hinten. Da muss er erstmal hinlaufen. Die Frage ist, ob er es versuchen wird. You play way too aggressive. You should avoid blocks. You should dodge where you can and avoid getting attacked. So. Ich versuche ihm jetzt mal die Basics nebenher noch zu erklären, währenddessen ich selber spiele und ein Let's Play aufnehme. Oh, jetzt weiß ich, was er meint, dass es Scumbags sind. Okay, I see. That happened to me several times too. Ach du Scheibenkleister, der arme Kerl. Was mich jetzt trotzdem nicht daran hindert, hier meinen Vorteil draus zu ziehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. It's Blood Bowl, Baby. So, da gehen wir natürlich hinterher. Und der ist K.O. So, ich hoffe natürlich, dass der nicht aufgibt. Würde mich sehr, sehr ärgern, wenn er es täte. So, dann gehen wir mal mit Terramen dahin. Terramen hat ordentlich Punkte gemacht. Müsste nachher nur irgendwann mal dazu kommen, einen Pass zu spielen. Das wäre total geil. Ach, schade. Ja, da folgen wir. Wir könnten jetzt
Wir haben Stärke 5. Wir müssen auf Stärke 7 kommen. Das können wir deichseln. Stärke 7 ist machbar. Ich habe gerade irgendwas gelesen, was ich nachher noch lesen muss. Ja, Wolligens. Komm, Malkaf, mach mal ein paar Punkte. Du hast Knochenbrecher, tu mal was. Nee, Malkaf bleibt der Sanfte. Malkaf der Sanfte. Will come. Luck will come. Schreibe ich ihm einfach mal. Um ihn einfach mal ein bisschen aufzubauen. So, Jonas, komm, dein Zeitpunkt. Du kannst jetzt hier wunderbar diesen Elfen angreifen. Und ihn umhauen. Gehst du mal dahin. So, die müssen nämlich jetzt sowieso erstmal den Ball aufheben. Da geht es mal Martin Schröder hier hin. Und Malofex geht dahin. Sind wir mal ein bisschen aggressiver und bedrohen jetzt mal direkt seine Spieler und sperren sie so ein bisschen ein. Und Sterawolf darf dasselbe hier machen. Er ist zwar alleine, aber Sterawolf kann das. Sterawolf kann das definitiv. Ich glaube an dich. Du kannst diesen komischen Kampftänzer aufhalten. Ja, ich weiß, sie können springen. Dass er jetzt hier zum Beispiel blitzt, das ist auch schon mal nicht logisch. Ich meine, er haut Sterawolf jetzt um. Aber es ist der völlig falsche Zeitpunkt, jetzt einen Blitz zu machen. Das ist strategisch total unbedeutend. Der Blitz ist ja eigentlich der strategische Move. Er traut sich gerade noch nicht. Bin gespannt, ob er da rausläuft. Ne, er bleibt tatsächlich dann, glaube ich, stehen. Okay, er hat den Ball. Zur Überraschung von allen Anwesenden. Wahrscheinlich auch zu seiner eigenen Überraschung. Er weiß immerhin schon mal, dass er erst laufen und dann passen muss, oder? Weißt du das? Weißt du das? Weißt du das? Will er den Ball erstmal noch hinten halten? Ne, will er nicht. Er scheint sich noch nicht sicher zu sein, was er tun möchte. Ah, er hat sich überlegt, wie weit er mit dem Ball geht, damit wir hier wahrscheinlich nicht so leicht rankommen. Oh. Ja gut, da würde ich dann aber dann doch noch näher rangehen. Und sollte jetzt den Ball, keine Ahnung, an den Typen da zu spielen. Er traut sich, oder? Doch, tu das nicht. Also, der Junge hat schon kein Glück. Er hat schon wieder eine 1 gewürfelt. Ich habe es gerade gesehen. Das ist der Hammer, was er für 1 gewürfelt. Hard. Das ist wirklich Hardcore, Leute, was wir hier erleben. Sterawolf. Entschuldigung, Black Dragon. Oder? Nee. Wir machen Jonas. Jonas darf den hauen. Jo. Und Jonas folgt ihm auch. So. Sterawolf darf nämlich jetzt hier hingehen. Nee, der geht dahin. Der hat ja. Der hat ja das Unterstützen. Da war ja was. Etwas, was mir sehr gut gefällt. So, genau. Jetzt sitzen wir mal dahin. Shit. Aber wir folgen. So, ich möchte den Ball jetzt hier absichern. Wie weit kannst du noch gehen? Oh, Herr kommt nicht so weit. So, dann gehst du jetzt mal dahin. Wir versuchen jetzt erstmal den Ball aufzuheben. Oder? Nee, es ist schwieriger, den Ball aufzuheben. Wir greifen hier an. Sehr gut. Treiben den natürlich zurück. Und verletzen den Typen da. Keine langfristige Auswirkung, aber Malofex hat seine ersten beiden Punkte gemacht.
Geht dahin. Geht dahin. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Mit O'Hare gehen wir jetzt mal dahin. Und versuchen den Ball jetzt aufzuheben. Eieiei. Okay, er darf nochmal versuchen, den Ball zu bekommen. Okay. Your turn. Ich schreibe mal ganz, ganz kurz, was mein erstes Waldelfenspiel war. So, ich habe es ihm gerade eben mal geschrieben. Na also, jetzt hat er meinen Pass gespielt. Sehr schön. Jetzt muss er eigentlich mit dem da jetzt da rüberkommen. Ich hätte es geil gefunden, wenn wir mit Terra mit den Ball aufgenommen hätten können. Gott, ich schreibe hier einen Mist zusammen. Jetzt fängt er gerade eben richtig an zu spielen, so wie es aussieht. Wobei er jetzt schon sehr, sehr wenige Spieler hat, um das irgendwie zu realisieren. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch einige Spieler hinten haben. Ja, jetzt baut er den Cage. Wobei er natürlich auch eigentlich auch gucken müsste, dass er einen Spieler durchbekommt oder zwei. Das wäre das Wichtigste für ihn. Ja, den rauskriegen. Wobei, jetzt ist es egal, ist ein letzter Spieler. Mit dem kann er es tatsächlich versuchen. Da würde ich nicht hingehen. Tja, Elfen halt, ne? Wobei, Cedric hat es ja vorhin auch schon geschafft, ne? Okay. Gar nicht mal so dusselig, was jetzt hier fabriziert. Wo haben wir denn? Genau. So, du gehst jetzt dahin, Black Dragon. Weil hier kann man dich überall brauchen. Dann möchte ich Leute mit Block vorne haben. So, wir gehen dahin. Ne, wir gehen dahin. Müssen es ein bisschen zustellen. Sterawolf. So. Dann Malofex. Du gehst. Oh Gott, nee, das ist ja absurd. Das ist ja Absurdistan. Malofex. Ja, geht dahin. Wen haben wir denn da sonst noch so? Hanno. Gut, aber wir machen das jetzt hier so. Spieler zustellen, wo geht. Und ein, zwei Spieler definitiv noch hinten lassen. Hanno geht hier hin. Dann geht O'Hare hier hin. Ja, O'Hare geht dahin. Ich habe nämlich gleich was vor. Ich hoffe, das klappt. So, und jetzt gehen wir mit Terramen ungefähr hier hin. Und Dark Snipe geht hier hin.
Ja, hierhin eher. Ja, nee, dahin. Ich möchte, dass hier diese Linie einigermaßen zu ist. Und... Und du bleibst da, genau. Und jetzt YOLO-Mode activated. Einfach mal mitten rein in die gute Stube mit dem Dicken. Hallo, hier ist der Dicke. Bam! Und natürlich, Malkaf der Zarte. Macht höchstens mal eine etwas stabilere Massage. So. Jetzt mal schauen, wie er das hier lösen will. 50% auf Fangen. Ist riskant. Aber machbar. Er will anscheinend jetzt erstmal da raus. Damit kommt er allerdings auch nicht allzu viel weiter. Dann hat er nur diesen Spieler befreit. Und ich habe hier immer noch jede Menge Spieler frei, die noch ohne Probleme Dinge tun können. Grausame Dinge, gemeine Dinge, Dinge, die wehtun. Ich glaube, der tut es jetzt sogar. Er hat es sogar geschafft. Jetzt wird er wahrscheinlich springen. Ja, der ist raus. Okay. Problem ist, er kann es jetzt nicht wirklich riskieren, hier noch irgendwie großartig irgendwas anderes zu machen. Er muss jetzt eigentlich seine Spiele rausholen. Sonst hat er nämlich ein Problem. Und ich werde jetzt hier natürlich gleich grausam angreifen. Uiuiui, wenn er noch weitergeht, wird es irgendwann mal schwierig für mich da noch ranzukommen. Er müsste eigentlich noch einen Schritt weggehen, sonst habe ich nämlich die Unterstützung. Wenn er das nicht tut. Er hat es begriffen. Aber Dark Snipe hat Sprint sicher. Weshalb ich das definitiv riskieren kann. Wie sieht's aus? Martin Schröder hat leider keinen Sprint sicher. Oh, oh, oh. Muss er eigentlich jetzt versuchen. Er muss es eigentlich versuchen. Und er wird es auch schaffen. Das ist der Hammer. Well played. Kann man nur sagen, well played. Oh, und jetzt haut er tatsächlich sogar Jonas um. Oh. Warum tust du das? Boah, und verletzt ihn sogar. Holy moly. Aber keine langfristige Auswirkung. Okay. Okay, Jonas, du bist leider für dieses Spiel verletzt. Au. Das ist ja grausam. Ja, so schnell kann es dann doch mal gehen, dass irgendwie dann doch nicht alles kacke ist. Ja, komm. Das schafft er auch. Unfassbar. Unfucking fassbar. Das Problem ist, Leute, wir müssen jetzt eigentlich... Ja, jetzt gehe ich erstmal mit dir dahin. So, das war in Anführungszeichen der sicherste Move, den wir hatten. Alles andere ist nämlich jetzt nicht mehr sicher. Nee, wir müssen es versuchen. Sonst hat er nämlich gleich einen Touchdown. Ich stelle auf jeden Fall schon mal seine Spieler zu. Wo ich kann. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Den Martin, den brauchen wir ja gleich noch. Nummer 3. Und da oben Nummer 4. Und hier will ich mir die 3 Würfel holen. So. Und dann machen wir das als erstes hier. Das war so klar. Nee, wir machen das natürlich nicht. So, und jetzt alles, was geht.
Alles, was geht. Sonst geht nichts mehr. Das reroll ich. Yes. Na also. Und damit dürfte der Ball in unseren Händen sein. So, hier können wir sogar noch angreifen. Jo. Bumm. Shit. Das hätte ich nicht tun müssen. Ach, Manno. Sorry, Terrament. Ich hatte es deswegen getan, weil, der Gegner hatte einen geringeren Rüstungswert. Ach du Kacke, da war ich jetzt zu gierig. Ich wollte ihn... Ah, wer rechnet denn mit sowas? Na gut, bei meinem Glück muss man mit sowas rechnen. Er könnte jetzt eigentlich blitzen, aufstehen, hier hinspringen, angreifen, denn Dark Snipe hat nur Stärke 2. Ich habe das... okay. Alternativ springen, mein Freund. Ja, er tut's. Und landet. Ziemlich unsanft. Okay. Immerhin passiert das nicht mehr. Also sorry, Terramin, dass das passiert ist. Das war... Ja, das war jetzt meine eigene Gier. So, jetzt rennt der gute Terramin. Und Martin Schröder darf ihn decken. Nicht Terramin, Entschuldigung. Dark Snipe rennt. So. Woher deckt ihn an der Stelle? Also es kommt sehr, sehr oft Bows down hier in diesem Spiel. Ui! Und der nächste verletzte Spieler verpasst das nächste Match. Dann gehst du dahin. Und... Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Na also. Komm mal, Kaff. Die anderen können's auch. Du kannst auch hart zuschlagen. Na also, Malkav kann's also doch. So, keine langfristige Auswirkung. Dann geht Baal vorhin hier noch hin. Oh Gott, wir veranstalten gerade eben schon eine böse Metzelei mit dem Armwald-Elf, aber er hat auf der anderen Seite auch schon ein paar Punkte gemacht. So, die hauen wir da runter. Und folgen. So, okay. Haben wir irgendjemand zurückgelassen? Nein. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das 2-0. Er wählt die ganze Zeit an, aber ich weiß gar nicht, ob er sich überlegt, überhaupt noch den Punkt machen, überhaupt noch sich verteidigen zu wollen. Ich weiß es nicht. What the fuck? Ernsthaft? Das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Du willst doch deinen Spieler nicht umbringen. Nicht so. Lass es mich doch machen. Okay. Na dann. Malkav die nächste. Wir werden jetzt hier keinen Spurt hinlegen. Nichts, was unnötig ist. So, genau, wir rücken einfach hier auf. So gut es geht. Ja, wie gesagt, so gut es geht. Die Spieler kommen da teilweise nicht unbedingt immer gut hinterher. Und O'Hare ist noch hier, dann geht O'Hare noch dahin. Und komm schon, Malkav, hol dir den nächsten Punkt. What the hell? Okay. Okay, ja, er durchschlägt immerhin die Rüstung.
Unser letzter Reroll ist beim Teufel. Ich hoffe, wir brauchen keinen mehr, aber ich glaube tendenziell eher nicht. Versucht es jetzt tatsächlich noch zu verhindern. Jetzt bin ich gespannt. Er kommt tatsächlich an. Wieso hat er einen Würfel? Das muss definitiv ein Bug sein, Leute. Das ist ein Bug, sorry. Nee, Entschuldigung, er hat nur Stärke 2. Entschuldigung. Ja, da war ich jetzt geistig total Banane. So. Und Dark Snipe macht das 2 zu 0. Oder in dem Fall 0 zu 2. Und damit hat Dark Snipe schon wieder ein Level Up. Also Dark Snipe, falls du das tatsächlich siehst, du darfst dir dann einen neuen Skill aussuchen. Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich mit Sprinten gehen. Oder man könnte jetzt bei dem hier auch tatsächlich mal über Blocken nachdenken. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Also das ist jetzt aber auch eines von den Spielen, wo ich sagen muss, da passiert auf beiden Seiten sehr, sehr viel. Klar, für uns läuft es besser als für ihn. Aber auf beiden Seiten kommt es zu Verletzungen. Und so können beide Seiten auch Punkte machen. Das gefällt mir sehr viel besser als das, was meistens sonst so passiert. So, ich mache das jetzt tatsächlich mal hier so. Dass es ja mal so ein bisschen enger wird. Okay. Ich bleib absichtlich jetzt hier mal so stehen. Er kann eh keinen Punkt mehr machen. Das Spiel ist quasi gelaufen. Es sei denn, er hätte jetzt hier noch einen zusätzlichen Zug bekommen, zugegebenermaßen. Dann hätte er es noch schaffen können. Daran habe ich gerade eben tatsächlich nicht gedacht. Aber ganz im Ernst, mit dieser Art von Spiel kann ich definitiv leben, wo auf beiden Seiten Verletzungen passieren. Wo auf beiden... Vor allem, das ist jetzt sogar mehr oder weniger so von den Rüstungswerten her sogar ein einigermaßen realistischer... Junge, warum? Hätte er noch laufen können. Das sind Dinge, die werde ich in 1000 Jahren nicht verstehen. So, erstmal den hier. Bleiben. So, Nummer 1. Rüstung durchschlagen. Wir kommen, glaube ich, nicht mehr in den Ball ran, ne? Wir haben, glaube ich, keinen mehr, der da rankommen kann. Doch, Black Dragon könnte rankommen, aber was wollen wir denn damit? Pass spielen. Im Ernst. Das schaffen wir doch nie. So, Moment. Okay, das Spiel ist vorbei. GG. Und wieder nur gelähmt. Hätte mich gefreut, wenn Malkaf dadurch jetzt ein Level Up bekommen hätte. So, Rundenende. Das Spielende 2-0. Man muss aber auch dazu sagen, dass auf seiner Seite das Passen echt nicht so gut funktioniert hat. Aber ich kenne das. Mit meinen Elfen hast du manchmal so Spiele, wo der Würfel die 1 unglaublich lieb hat. Und du den Würfel dafür nicht. So, 40.000 finde ich ein bisschen wenig. 50.000 ist besser. So, kann man nämlich rerollen, wenn man gewonnen hat. So, wir haben nochmal einen Fanfaktor dazu bekommen. Unser zweites Spiel gewonnen. Black Dragon wurde MVP. Ja, ist damit jetzt auf großen Schritten Richtung zweiten Level Up. Bei ihm ist es zum Glück nur ein verletzter Spieler und kein toter Spieler. Wir haben 19 Rüstungsbrecher verursacht. 19, um Gottes Willen. Und er 3. Ach du Scheibenkleister, bei 43 Tackles. 19. Okay, das war mir gar nicht so bewusst, dass wir so viele Rüstungen durchschlagen haben. Aber auf der anderen Seite, Leute, ein Rüstungswurf von 7, also auf die 8 plus, ist gerade mal... Ein bisschen, also ist glaube ich so 45%. 45% aller müssen durchgehen. 19 von 43 ist ein realistischer Rüstungsdurchschlag, wenn die Elfen nur Rüstung 7 haben. Ist realistisch. Er hat 14 Tackles gemacht und davon 3 durchgebracht. Das ist ungefähr ein Fünftel. Das ist auch realistisch, rein statistisch, was unseren Rüstungswert angeht. Also so gesehen ist das durchaus realistisch, was jetzt hier Rüstungs...
Brecher technisch passiert ist. Waldelfen sollten sich halt nicht so verhalten, wie er es gemacht hat. Er hat zu sehr den Nahkampf gesucht und hat seine Leute halt echt verschlissen. Beinahe so, als würde er seine eigenen Elfen hassen. So, Punkte schauen wir uns an. Das war richtig gut für unsere Mannschaft. 5-mal für Black Dragon, 2 Malofex, 3 Darksnipe, 2 Hanno, 2 Malkaf, 3 Teramin und 2 für Sterawolf. Das war ein Spiel, das fand ich faszinierend. Es war lustig auf eine gewisse Art und Weise. Ein bisschen tat der Gegner mir auch leid. Aber hey, es ist Blood Bowl, Leute. Das gehört nun mal dazu. So, Spielerliste. Darksnipe hat wieder ein Level Up. Ich habe ein Déjà-vu. Und wir gucken mal, was du für eine Auswahl hast. Ja, also nach wie vor hast du jetzt hier zur Auswahl ja, allgemeine Fähigkeiten und Geschicklichkeitsfähigkeiten. Meiner Meinung nach wäre jetzt eventuell sowas wie Gewand oder wie Sprinten durchaus sinnvoll. Aber das ist deine Entscheidung. Du darfst dich entscheiden, was wir hier nehmen. Innerhalb einer adäquaten Zeit. Also ich möchte mal wieder behaupten, so ungefähr so bis Montag, Dienstag solltest du es wissen. Was man auch machen könnte, wäre natürlich blocken. Oder falls du auch mal prügeln willst, unerschrocken. Aber das ist natürlich immer so eine Sache für sich. Ich bedanke mich, liebe Leute, fürs Zuschauen. Das war's für diese Woche von der imperialen Community Garde hier auf dem Kanal von Mr. Merp. Das bin komischerweise ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss und Ade.